So, und geht natürlich auch direkt weiter. Ich habe jetzt gedacht, komm, wenn du schon einmal dran bist, dann machst du auch hier weiter. Gespeichert habe ich. Hier geht es in der Höhle weiter. Ich werde mir da jetzt nicht den Komplettlöser ansetzen. Ist ganz schön dunkel. Ich glaube, die ist richtig stark. Mach die Lane einfach mal einen Crit und haut das Vieh raus. Alter. Aber Drache. Aua bohaua, sag ich nur, ne? 600 und normale Seelen. Ist doch ganz gut, dass ich mal Dingsbums gemacht habe. Okay, da komme ich nur von der anderen Seite rein. Baumfrau, ihr überrascht den Gegner. Alles klar. Alles klar. Warte mal, die Baumfrau, gibt die normale Seelen oder gibt die... Ich glaube, die gibt auch normale, ne? Okay. Ich glaube, hier ist es relativ... Hier sind sehr starke, aber normale Gegner. Zwei Baumfrauen. Alles klar. Normalerweise würde ich dir allen ja sagen, mach mal einen Flammenmeer. Aber... Die machen jetzt so wenig Damage. Von daher. So, warte mal. Blick der Geister. Wo ist denn das? Den Blick der Geister ist man so ein bisschen veranlagt, nicht mehr selbst zu testen, wo man lang muss. Es ist ein bisschen schade, aber es vereinfacht die Sache ein. Also es vereinfacht und verschnellert die Sache einfach. Es ist besser, als würde ich den Dingsbums, den, na, wie heißt es? Jetzt würde ich versuchen, den Dingsbums selbst zu machen. Den Weg. Ich kann eigentlich die Kamera mal ein bisschen nach unten schieben. Ja, ist besser. Ist zwar nicht viel besser, aber... Das passt schon. Ja, ich spiele immer noch hier mit diesem hier. Ups. Damit... Damit spiele ich. Ja. Ist bei den RPG Maker Games einfach traumhaft, weil das einfach wunderbar funktioniert. Und mit dem Programm Joy2K kann man es einfach machen, wie man es braucht. Ist die Frage, komme ich hier auf einem Endgegner rein oder nicht? Obwohl genug große Seelensteine müsste ich eigentlich haben. Ich habe nämlich bei Endgegnern immer gerne einen Dämon dabei. Warum eigentlich nicht? Mein Beschwören kann ich. Ja, ja, ist cool, läuft ganz gut. Stimmt, da war ja was. Die muss man ja in einer gewissen... Boah, das wird hart. Kriege ich aber hin. Das kriege ich auf jeden Fall hin. So, die muss man in einer gewissen Reihenfolge passieren. Diese Dinger. Das wird ein Spaß. Das mache ich mir jetzt selbst. Da lang, okay. Entschuldigt, da muss ich jetzt mal noch ein bisschen... Genau, die muss man an der richtigen Seite passieren. Das war falsch. So, zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Ich glaube, das war so ein Zickzack-Muster. Ja, dann war das hier lang. Ja, und hier in der Mitte.
Genau, das hat wunderbar gepasst. Jetzt darf ich... Müssen alle leuchten. Genau. Keine Ahnung, ich habe es irgendwie geschafft. Komm, ich dachte, ich hätte jetzt gedacht, es geht. Hallo Geist? Ernsthaft? Warum bin ich nicht durch ihn durchgefallen? Kann man nicht bitte jemand verraten? Keine Freude mehr. Ja, ja, etwa ich bin müde. Pipapo, schön, dass es Nacht ist. So, Dauer der Skelettbeschwörung ist eigentlich ganz cool. Die Frage ist nur... Ich mache jetzt nochmal einen Blick der Geister. What? Kettenrüstung, okay. Speicherstein nehme ich mit. Hier geht's runter. Ja. Ich will trotzdem noch den anderen Raum betreten. So, sieht zwar ganz... Oh, drei Drachen ist natürlich hart. Aber da kann der Wallner ordentlich wieder an Blutvorrat zulegen. Ist okay, ist okay. Will ich mich nicht beschweren. Super. Ach, komm schon. Muss doch nicht sein. Oh, das ist jetzt hart. Okay. Oh, da müssen wir wählen. Wir können natürlich jetzt auf dem zweiten Speicherstand speichern und alles reinziehen, aber ich gucke es mir dann einfach an. Ich gucke einfach mal. Warte mal. Ich gucke mir dann einfach... Ich versuche dann einfach mit meiner Entscheidung zu leben. Baumfrau, hau ab, du olle Schrapnelle. Ich stehe jetzt auf Holz. Es gibt immer so... Splitter. Gut, hier ist eine rote Truhe, das ist ganz gut. Lebensrune, ja, die kriegt natürlich gleich natürlich wieder der Wallner. Oh, die 500 Leben kriegt, warte mal, kriegt er geknackt, das ist ganz gut. Blick der Geister, mein bester Freund. Hier ist nichts. Speicherstein. Sieht für mich fast so aus, als müsste ich hier bald speichern. Hohohoho. Alles klar, super.
zerstört. Das läuft ganz gut. Warte mal, wie viel habe ich denn jetzt eigentlich? Ja, das passt. Gut, will ich da jetzt rechts rein oder will ich erstmal die Treppe hoch? Das ist wieder so ein Ding. Wenn man wenigstens mal 5 Meter laufen könnte, ohne irgendwie von irgendeinem scheiß Monster direkt angepisst zu werden, dann wäre das ja schön. Dann könnte man wenigstens mal ein bisschen orientieren, aber nee. Wie gesagt, ich mag das Spiel trotzdem, ja. Aber es ist trotzdem sau nervig gerade. Das ist noch eine rote Truhe, die nehme ich auf jeden Fall mit. Blutrune, na super. So langsam nimmt der Wallner aber gut Gestalt an. Das gefällt mir. Oh, ist wieder so ein Ding. Will ich jetzt nach links oder nach rechts? Sieht beides einladend aus. Warte mal, da ist noch ein Geist, den würde ich sehr gerne mitnehmen. Ja, super. Gut, den Geist nehme ich mit. Okay, da unten ist eine Treppe. Das sieht so aus, als würde es da weitergehen. Die Frage ist, hier geht es wahrscheinlich... Okay, hat sich geklärt. Das war nur der Geist. Okay. Gut, dann gibt es nur eine Möglichkeit, wie man in dieser Höhle weiterkommt. Da konnte ich wenigstens mal 5 Meter laufen, ohne gleich von irgendeiner Baumfrau angetätschelt zu werden, die den Wallner oder den Aska im Blick hat. Und... oder irgendwelche anderen Drachen, die ein bisschen an der Lane rumknabbern wollen. Das ist doch schon mal ganz gut. Aber manchmal ist es auch einfach nur ätzend. Hier 3 Drachen, die gleich sagen, oh, lecker, Lümmel. Das gibt's ja wohl nicht. Ja, ist eigentlich ganz gut, dass wir die Höhle, die Magierhöhle gemacht haben. So, ich habe nur keine Ahnung, wie das Passwort jetzt ist. Der Aska hat sich das gemerkt. Ah, hier geht's raus. Genau, jetzt weiß ich wieder. Dieser Tür befindet sich an Ziffernblocks. Scheint so, als würden wir eine Art Code eingeben müssen. Die Tür ist sicher, ist mit Sicherheit auch magisch gesichert. Also wirst du da nicht durchkommen, Aska. Aber wir haben noch den Code, den uns Abaxas unfreiwillig gegeben hat. Ach, stimmt ja. Wie war der noch gleich? 4, 2, 6, 6, 5. Na also, Abaxas, wir kommen. Ich will trotzdem nochmal speichern. Ich glaube nämlich... Speicher mal ab, in der Hoffnung. Sieht aus, als wäre hier alles friedlich. Abaxas ist wohl hat sich wohl in Sicherheit gebracht. Ich habe es geahnt, aber schauen wir uns mal um. Vielleicht finden wir einen Anhaltspunkt. Irgendwann erwischen wir ihn. So...
Attacken, die Dinger. Antiker Vampirring. Ja, man, Blick der Geister. Ich wollte schon sagen, ich glaube aber nicht, dass es hier was gibt, aber hat sich wohl eine Lebensrune gegessen. Ja, doch, coole Sachen. Das mit dem Blick der Geister ist der Hammer. Schaut euch mal diese Karte an. Sie ist voller roter Kreuze, was sie wohl zu bedeuten hat. Vielleicht Orte, an denen er schon alle Vampire vernichtet hat. Wäre gut möglich. Schaut mal hier. Hier ist eine Insel eingekreist. Hm, ich würde sagen, das ist ein Anhaltspunkt. Du glaubst aber nicht wirklich, dass Abraxas sich auf dieser Insel aufhält. Wenn ja, ist das hier wohl entweder eine Falle oder er hat in Hektik vergessen, die Karte mitzunehmen. Ich hoffe auf das Zweite. Die Insel liegt westlich dieses Kontinents. Dann lass uns auch einfach mal umschauen. Ist das die Paradiesinsel? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Finde ich gut, dass man... Man wird von einem Drachen angegriffen, während man auf der Leiter steht und die können sich trotzdem bewegen. Okay. Na gut, sind Vampire, von daher wollen wir das nicht so stark hinterfragen. Die Frage ist dann nur, warum sie dann diese Leiter benutzen. Okay. So. Westlich von hier. Das ist die Insel links, ne? Wie lange sind wir denn und jetzt schon am Aufnehmen? 16 Minuten. Also entweder ist das diese Insel, was ich nicht glaube. Die Insel kenne ich nämlich schon. Hier war nämlich dieser komische Clown. Den habe ich ja schon platt gemacht. Muss das doch die größere Insel gewesen sein. Hier war nur dieser komische Clown, okay. Dann wird das doch die Insel hier gewesen sein. Die hier. Schöne Atmosphäre hier, das kann ich, da kann ich hier leider nicht zustimmen. Da kann ich hier leider nicht zustimmen. Wir sollten Abraxas suchen. Er muss hier irgendwo gesucht. Er muss irgendwas hier gesucht haben. Oder vielleicht ist er sogar noch hier. Nun ja, wenn du gehen willst, Walner, dann verwandle dich in eine Fledermaus und wir gehen. Aber natürlich sollten wir vorher die Insel genau abgesucht haben. Alles klar. Alles klar, Lane. Gucke ich mir mal alles in Ruhe an. Sieht schon nicht schlecht aus, die Insel, sage ich ganz ehrlich. Trank der Ewigkeit. Das ist eine große Insel. Ah, hier gibt's auch... Ja, stimmt, die kenne ich. So, ich kann natürlich jetzt... Ich will mir trotzdem die Insel nochmal komplett angucken. Sieht eigentlich ganz nett aus. Gefällt mir. Also, da hat der Walner schon recht. Ist schön. Du, 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 du.
Gibt schöne Patronen, aber ich glaube, brauche ich den ganzen den Kram brauche ich jetzt nicht wirklich. Was ist da drin? Ich habe keine Ahnung. Wichtig kann es nicht sein, sonst hätte ich mir die Truhe wahrscheinlich schon markiert. Ja, Lebensrune. Die Sachen habe ich mir. Ich habe mir jetzt nur die wichtigsten Truhen markiert. Irgendwas ist hier passiert. Dort liegt Blut und es riecht nach Leichen. Es riecht aber nicht nach normalem Blut. Es riecht nach Vampirblut. Abraxas ist oder war hier. Nett. Der Hals wurde durchtrennt. Ja, das ist nicht so geil. Speicherstein gefunden. Lebt hier noch irgendwer? Sieht so... Ich gucke schon mal mit dem Blick der Geister um, aber ich glaube nicht, dass es hier irgendwas Besonderes gibt. Sauber abgetrennt. Ja, der Abraxas weiß, was er tut. Ist ein geübter Vampirkiller. Ich weiß nicht, ob mich mir das... Der lebt noch. Aber ich will mich trotzdem noch mal umgucken, bevor da irgendwas getriggert wird. Nein, arme süße Maus. Er lebt noch. Mehr oder weniger jedenfalls. Wir... Keine Zeit. Er kommt wieder. Wer kommt wieder? Er. Er. Der Vampir-Schlechter. Abraxas, er kam und tötete alle. Unglaublich, nie zuvor habe ich sowas erlebt. Seid ihr alle Vampire gewesen? Wir waren vier, doch wir hatten keine Chance. Nicht mal zu viert. Eigentlich unmöglich. Er scheint härter zu sein, als ich gedacht habe. Aber wieso ist er denn vor... Ist er dann vor uns geflüchtet? Vielleicht ist er ja gar nicht vor uns abgehauen. Er meinte... Er wird mich hier zurücklassen. Als Zeichen seiner Macht. Ihr seid auch Vampire. Ihr müsst zu den Kindern der Apokalypse. Die Kinder der Apokalypse? Wer ist das dann? Sie verstecken sich in Astion, der Stadt in den Bergen. Geht zu ihrem Anführer und erzählt ihm, dass die Vampire systematisch vernichtet werden. Er wird etwas unternehmen. Was können die schon tun? Euch verstecken. Ihr seid fast die letzten Vampire. Wir dürfen nicht aussterben. Die letzten? Geht jetzt, aber vorher tötet mich. Ich ertrage die Schmach des Versagens nicht. What? Du sagst, Vampire sollen nicht aussterben, aber jetzt sollen wir dir ein Ende bereiten? Ich habe versagt, wie alle anderen auch. Falsch, wir werden nicht versagen. Obwohl mich eure Probleme nicht interessieren, aber Abraxas ist inzwischen schon mein persönliches Problem geworden. Tötet mich.
Ja oder nein? Ja, komm. Du bist einfach so schwach, Walner. Und dann lass uns mal nach Asteon gehen. Asgard, du bist ein Drecksack. Aber na gut, dann ist das so. Dann Asgard macht das schon. So, wir müssen jetzt nach Asteon. Zu den Kindern der Apokalypse. Der Abraxas hat hier gut was weggehauen. So, wie lange sind wir denn jetzt schon? Wir sind jetzt schon bei 25, das passt eigentlich. Passt eigentlich. Aber ich fliege jetzt nach Asteon. Und dann mache ich auch für heute mal ein Aufnahmepäuschen, weil ich habe heute echt genug gemacht. Schickt für heute. Normale Seele 53. Ja, das ist eigentlich alles soweit in Ordnung. Ja, das mache ich dann vielleicht offscreen irgendwann. Auf jeden Fall, Asteon, alles klar, wissen wir Bescheid. Das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich die Stadt noch ein bisschen ausgelassen habe. Die haben wir nämlich noch nicht erkundet, weil die noch eine größere Rolle hier gespielt hat. Das ist die Stadt in den Bergen. Die ist voller Schergen. Alles klar. Immer speichern. Gegenstand. So, ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal und wir sehen uns. Ciao.